Hi guys, and welcome back to another live stream. It's so good to be back here, and it's so nice to have another live stream with you guys. I hope that you had a nice weekend. Maybe you're on vacation, and even when you're on vacation, you can learn a language. Maybe it's even easier because you don't have the everyday stress, the everyday responsibilities. So in any case, maybe you can tell me in German what you're doing right now, and if you're on vacation or if you're not on vacation. And by the way, we're going to talk about inseparable verbs today. Nicht trennbare Verben. Okay. So before you get started, I'm going to ask you a question in German. Seid ihr im Urlaub? Wenn ja, wo? So this means, are you guys on vacation? And if yes, where? A lot of people I know are on vacation. I'm like the only one that hasn't been on vacation yet this year. Yeah. Seid ihr im Urlaub? Und wenn ja, wo? Wo seid ihr im Urlaub? Oder wo wart ihr im Urlaub? Where were you on vacation? If you're back already, let me know. Wo wart ihr im Urlaub? Ich trinke jetzt einen grünen Tee, sagt Mansur. Ja, dann lass dir den Tee gut schmecken. Ich trinke lieber Kaffee. Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin. Ja, warst du schon im Urlaub, Mansur, oder noch nicht? Okay, Kaustub ist zu Hause. Ich bin auch zu Hause. Ich bin nicht im Urlaub. Stuttgart, okay, auch eine schöne Stadt. Ja. Und vielleicht könnt ihr mir noch eine andere Frage beantworten. Wann habt ihr angefangen, Deutsch zu lernen? When did you guys start learning German? Wann habt ihr angefangen, Deutsch zu lernen? Hussein ist in Izmir. Okay, ich glaube, das ist sehr schön da, oder? Im Juni bin ich an die Ostsee gefahren. Im Juni bin ich an die Ostsee gefahren. Wenn wir über Wasser reden, dann meistens mit der Präposition an, ja? Okay, vor 6 Monaten hat die ja angefangen, Deutsch zu lernen. Im Juli 2019, okay, schon ein bisschen länger. Seit 2003 lernt Adam Deutsch. Okay, seit 2 Monaten. Okay, sehr schön. Cool. Ja, heute geht es um nicht trennbare Verben. So today we're going to talk about inseparable verbs in German. So inseparable verbs that have a prefix. Ja? Leider bin ich nicht im Urlaub, sagt Roman. Ja, ich bin auch nicht im Urlaub. Aber es ist ganz schön hier. Ich wohne auf dem Land und hier kann man auch viel machen. Selbst wenn man nicht in den Urlaub fährt. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ja, wir müssen heute viel besprechen. So today, I'm going to try to explain a lot in English, so that the beginners also have, so that the beginners won't get lost along the way. Okay, so we already had a live stream about separable verbs. You can find that in the live stream playlists. In the live stream playlist on the YouTube channel, Lingoni German. So go ahead and check that out if you want to learn all about separable verbs in German. And by the way, we have a sale going on right now. If you go to lingoni.com or de.lingoni.com, you can get 22% off on all of our packages, and you get a lot of practice. We have worksheets, exercises, a pronunciation tool, exclusive videos, podcasts, so a ton of stuff. For you to prepare for your next trip to Germany or for an exam, or if you want to study in Germany and you need to have a certain level, you can get a lot of help with our app. Okay. Yes, I'm reading the chat and answering questions. Danke, Kaustub. Danke, danke. Alemann Konceni. Ja, das ist lange her. Ich habe da lange kein Video mehr hochgeladen. Hier kommt jemand aus Äthiopien. Okay. Ich habe noch keinen Urlaub geplant, nein. Vielleicht fahre ich im September ein paar Tage weg oder eine Woche, aber ich habe noch nichts geplant. Ich mache das spontan dieses Jahr. Okay. Inseparable verbs in German. So, a lot of verbs in German have prefixes. And prefixes can be separated from the verb or not. I'll just give you a verb with a prefix that can be separated. For example, ich mache das Licht aus. I am switching off the light. So ausmachen means to switch off.
And we have a sentence in the present tense here. So the prefix aus goes to the end of the sentence. So that's what we talked about in the other live stream about separable verbs, right? So today it's going to be about inseparable verbs. And prefixes, by the way, they always have a, give the verb a certain meaning. But sometimes the meaning changes of that prefix. So that's kind of tricky. So the prefix fair doesn't always have the same meaning. But we'll get to that. So the first prefix we're going to talk about is be. So when a verb has that prefix, you cannot separate it. Okay. First information that you get today. And when you have a verb like that, the verb takes a direct object. Okay. If you want to know all about direct objects in the accusative case, you should also check out the live stream playlist where I have a live stream about the accusative case. Okay. Also, be zum Beispiel. Bekommen. To get or to receive something. Bekommen. Richtig, Hector. Wir hatten den gleichen Gedanken. Also, ich gebe euch ein Beispiel und dann gebt ihr mir ein Beispiel. Ich bekomme Gänsehaut, wenn mir kalt ist. Gänsehaut means goosebumps. Goosebumps. When your hair starts pointing upwards and you get like little bumps on your skin. Goosebumps in English and Gänsehaut in German. Ich bekomme Gänsehaut, wenn mir kalt ist. Und mir ist immer kalt. Oder meistens ist mir kalt. Ja, habt ihr ein Beispiel mit bekommen? Do you have an example with the verb bekommen? Ich bekomme Gänsehaut, wenn mir kalt ist. I need some examples. I'm going to correct your examples. I'm ready. Ich bin bereit. Also los. Gut. Mein Haus befindet sich in der Nähe des Meeres oder in der Nähe vom Meer. Ich bekomme ein sehr gutes Geschenk von meiner Freundin. Okay. I'm getting a really nice present from my girlfriend. Du würdest sagen, ich habe gestern Post bekommen. Y me motivo a seguir estudiando. Sehr gut, Ivan. Ich habe gestern Post bekommen. Ich habe ein Geschenk bekommen. I got a present. Ich bekomme Geld von meinem Vater. Ja. Okay. Ich habe einen Brief vom Jobcenter bekommen. Vom Jobcenter. Das Jobcenter, ne? Genau. Ich auch. Das ist bei mir auch so. Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich für längere Zeit hungrig bin. Das passiert bei mir auch. Ich hatte eben riesengroßen Hunger. Jetzt bin ich satt. Okay, also, ich habe von meiner Freundin eine Einladung bekommen. I received an invitation from my girlfriend. Auch ein gutes Beispiel. Ich bekomme Angst, wenn ich eine Prüfung habe. Remember, you have to capitalize German nouns, okay? Ich bekomme Angst, wenn ich eine Prüfung habe. Super. Ihr seid sehr aktiv, das ist sehr schön. Noch mehr Beispiele. I forgot to do a story about the live stream. I'm going to do that right now. I'm going to announce it real quick. Das Gegenteil von bekommen in dem Fall wäre hinkriegen. Mein Kind bekommt kein Kindergeld hier. Kindergeld. Okay. Hinkriegen is when you, it's a colloquial verb. It's when you achieve something. Also zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich das nicht hinkriege. I'm scared that I won't be able to make it or to achieve it. And the high German way would be, ich habe Angst, dass ich das nicht hinbekomme. Okay. That's a different meaning of that. Of, yeah. Totally. It doesn't mean to receive. Yeah. Okay. Ich habe letztes Jahr ein Kind bekommen. Genau.
Gute Beispiele. Ja, ich mache mal hier gerade eben eine Story. Das habe ich nämlich vergessen. Dann können die Leute von Instagram auch hier hinkommen. Hi ihr Lieben, ich bin gerade live auf YouTube und hier seht ihr schon den Chat. Die Leute sind schon sehr aktiv und haben schon sehr viele gute Beispiele gefunden. We're talking about inseparable verbs, so verbs with inseparable prefixes. Also wenn ihr das vertiefen wollt oder wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut mal hier auf YouTube vorbei. Ich bin nämlich gerade live. Bis gleich. Ja, habt ihr noch weitere Beispiele? Ich habe letzte Woche Augenschmerzen bekommen. Helena, du würdest sagen, ich will mehr Livestreams mit dir sehen. Da würdest du nicht das Verb bekommen benutzen. Ja? Genau. Habt ihr noch mehr Beispiele mit dem Verb bekommen? Noch mehr Beispiele? I need more examples using the verb bekommen. We're gonna make a lot of examples today. Ich muss gerade hier parallel auf Instagram posten. Ich habe ein neues Auto. I have a new car. Gut, ich habe letzte Woche eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Super. Ich würde sagen, wir machen mal das nächste Verb, sonst werden wir nie fertig. Also, das nächste Verb ist bemerken. To notice something. Bemerken. Ja? Das ist ein bisschen schwierig, aber wir versuchen das mal. Ich habe bemerkt, dass du abgenommen hast. I noticed that you lost weight. Abnehmen is to lose weight. That's, by the way, a separable verb. Ich habe bemerkt, dass du abgenommen hast. Jetzt brauche ich von euch, Beispiele, bitte. Ah, gut. Du hast nur das Komma vergessen, sonst ist der Satz richtig. Ich habe bemerkt, dass die Leute in Italien sehr freundlich sind. Ja, super. Und? Ich habe bemerkt, dass du sehr gut Englisch unterrichtest. Cool. Deutsch unterrichtest, nicht Englisch. Ich nehme 10 Kilo ab. Eigentlich sagt man das in der Vergangenheit. Ich habe 10 Kilo abgenommen. I lost 10 Kilos. Habt ihr noch Beispiele? Noch mehr Beispiele? So. Kriegen is just very colloquial. If you talk to someone important or if you're in a job interview or you're talking to an authority, it's better to use bekommen. And kriegen is just when you talk to your friends, family, in your everyday life, you can use kriegen. Ich habe bemerkt, dass mein Mann sehr faul ist. I noticed that my husband is very lazy. denk dran, es muss immer ein Komma vor das, ne? Vor D-A-S-S. Ich habe bemerkt, Komma, dass mein Mann sehr faul ist. Okay. Brian, du musst sagen, ich habe bemerkt, dass meine 4 Hunde gewaschen werden müssen. That's a tricky sentence. Ich habe bemerkt, dass meine 4 Hunde gewaschen werden müssen.
Ich habe, das ist auch ein guter Satz, to notice someone. Ich habe sie bemerkt, als sie aus der Straßenbahn ausstieg. So I noticed her when she got out of the tram. Morgen hast du deine B1-Prüfung. Okay, Bislim, dann wünsche ich dir ich wünsche dir viel Glück und ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, dass du deine Prüfung bestehen wirst. Er hat bemerkt, dass der Garten leer ist. Super Beispiel. He noticed that the backyard is empty. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten BE. Wir haben ganz viele Verben mit BE. We have a lot of verbs with the prefix BE. Also, das nächste Verb ist... was nehmen wir denn? Jemanden beneiden, to envy someone. Jemanden beneiden, to envy someone. Also, ich beneide ihn, weil er einen Tesla fährt. I envy him because he drives a Tesla. Jetzt brauche ich einen Satz von euch. Beneidet ihr irgendwen und wenn ja, warum? Prashant, ich glaube, du möchtest sagen, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, damit ich abnehmen kann. So I want to go to the gym so that I can lose weight. Genau. Ich beneide dich, Akkusativ. Ne? Ich habe gesagt, die BE-Verben müssen mit Akkusativ benutzt werden. The BE-Verbs have to use the accusative case. Ich beneide dich, da du einen Hund dabei hast. So, I envy you because you have a dog with you. Genau. Das ist auch ein guter Satz. Ich beneide ihn, weil er viel Geld geerbt hat. Mhm. Cool. Tschüss, Uncle Sam. Habt ihr noch weitere Beispiele? Ich beneide meine Freunde, weil sie im Urlaub ist oder sind. I envy my friends because they're on vacation. Ich beneide meine Freunde, weil sie im Urlaub sind. I envy my friends because they're on vacation. Ja. Yeah. Er beneidet mich immer, wenn ich erfolgreich bin. Guter Satz. He always envies me when I am successful. Gut. Ich beneide sie, weil sie viel Freizeit hat. I envy her because she has a lot of free time. Gute Beispiele. Ihr seid toll. Es geht weiter mit dem nächsten Verb. So. Ah ja, das ist auch ein bisschen schwieriger. Ich beneide, Akkusativ, ne? Ich beneide meinen Mann, weil er sehr gut fährt. Ich beneide meinen Mann, weil er sehr gut fährt. Sie beneidet die Familie Müller, weil die Familie sehr reich ist. Okay. Beneidest du mich, weil ich reich bin? Okay, super. So, das nächste Verb ist, was habe ich gerade gesagt? Ach so, ja, sich beeilen. To hurry. We use that word verb a lot. Sich beeilen. Ich gebe euch ein Beispiel und dann seid ihr dran. Ich muss mich beeilen, weil mein Bus in 10 Minuten fährt. Oder weil mein Bus in 10 Minuten kommt. Ja, egal eigentlich. Ich muss mich beeilen, weil mein Bus in 10 Minuten kommt. I have to hurry because my bus is coming in 10 minutes. Oder fährt ist vielleicht besser. Kommt oder fährt. Ja. Habt ihr ein Beispiel mit sich beeilen?
Sie beneidet uns, weil wir die Prüfung bestanden haben. Ich schreibe hier die Korrektur hin. So, wir müssen uns beeilen, weil das ist ein Nebensatz und da muss das Verb ans Ende. Wir müssen uns beeilen, weil die Chefin bald kommt. Das ist der richtige Satz, okay? Wir müssen uns beeilen, weil die Chefin gleich bald kommt. Ich muss mich beeilen, um die Bahn noch zu bekommen. Ich muss mich beeilen, um die Bahn noch zu bekommen. By the way, I'm thinking about the next live streams in August and also in July. Would you guys prefer one live stream per week or two live streams per month or three live streams per month? How many live streams would you like to have? And should I speak in English or in German in those live streams? Let me know. Ich muss mich beeilen, aber normalerweise vergesse ich Dinge. Okay. Er muss sich beeilen, denn der Zug fährt bald ab. Mhm. Am Wochenende muss ich mich nicht beeilen. On the weekend I don't have to hurry. Am Wochenende muss ich mich nicht beeilen. Livestream 482. Täglich. Oh, tägliche Livestreams. Das muss ich gucken, ob ich das hinbekomme. Ob ich das hinkriege oder hinbekomme. Once a week? Einmal pro Woche auf Deutsch. Hi Jenny, please give some more discount on your courses. We currently have a 22% discount on de.lingoni.com. It's our beach sale. Twice a month? One live stream per week? Ooh, that's tough. Jede Woche? Ja, mal gucken. Ich überlege mir was für den Sommer. Ich beeile mich, wenn ich einen Termin habe. Hallo Mario. Schön, dass du da bist. Möchtest du dein Deutsch verbessern? Okay. Einmal pro Woche auf Deutsch. Okay. Einmal pro Woche ist anstrengend. Ich überlege mir das mal. Ihr könnt mir Themenvorschläge geben. You can suggest some topics that you want me to talk about in a live stream. And if I should speak in German or in English. And then I will... See. So what do you guys want me to talk about in the next live streams? Because we have one upcoming live stream with my sister, which is going to take place on July 24th. We're going to do some role plays and dialogues in German. But after that, I haven't planned any new live streams, so I need some new topics. Genau. Okay. Alles bitte auf Englisch. Einmal pro Woche auf Deutsch und auf Englisch. Also die meisten wollen, dass ich auf zwei Sprachen spreche, auf Deutsch und auf Englisch, ne? Ein oder zwei pro Woche, ein oder zwei Livestreams pro Woche, wow. Wir haben letztens auch einen Livestream auf Instagram gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich und meine Schwester. Und ja, das war auch ganz cool. Ich denke mal, da werden wir auch in der Zukunft mehr machen, weil wir da momentan ziemlich stark wachsen. Genau. Okay, weiter geht's. Also wir haben heute über die Verben bekommen gesprochen, sich beeilen und jemanden beneiden. Okay, so jetzt kommt das nächste Verb und zwar sich beschweren. Das ist ein sehr schönes deutsches Wort, weil die Deutschen sich nämlich gerne beschweren. Sich beschweren ist to complain. Und wir benutzen da die Präposition über. Zum Beispiel... Er hat sich über mich beschwert. He complained about me. Er hat sich über mich beschwert. Oder er hat sich über meine Hunde beschwert. He complained about my dogs. Du beschwerst dich immer. You always complain. Habt ihr ein Beispiel für mich mit dem Verb beschweren? Habt ihr ein Beispiel?
Ich beschwere mich über das Wetter. I'm complaining about the weather. Ja, ich beschwere mich auch immer über das Wetter. Aber dieses Jahr kann ich mich nicht beschweren, weil dieses Jahr ist das Wetter ganz gut. Ja. Okay, das ist Shika. Meine nette Nachbarin hat sich darüber beschwert, dass meine kleine Tochter so laut ist. Also, ihr habt hier einen Hauptsatz und einen Nebensatz, ja? Deswegen müsst ihr darüber benutzen. Das ist, it's like saying, my neighbor complained about the fact that, ja? Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel. Ich habe mich darüber beschwert, dass er, ich habe mich darüber beschwert, dass er immer auf meinem Parkplatz parked. So I complained about the fact that he always parks on my, in my parking spot. By, gut, das ist auch eine Präposition, die wir damit benutzen. To complain to someone is by auf Deutsch, also bei jemandem, sich bei jemandem beschweren, Dativ. Er hat sich bei der Arbeitsagentur beschwert. Bei der, ne, Dativ. Er hat sich bei der Arbeitsagentur beschwert. Genau. Wow, das ist ein krasser Satz. Ich habe mich letzte Woche über die fehlende Verrechnung des Arbeitgeberanteils für das BVG-Ticket bei der Personalabteilung beschwert. Okay, ich hoffe, dass das verrechnet wird. Entschuldigung, wann findet der nächste Livestream statt? Sie haben es vor ein paar Minuten gesagt. Also, erstens, du kannst mich gerne duzen. Sie gibt es hier nicht bei Lingoni. Und zweitens, der Livestream findet am 24. Juli statt. Und der ist mit meiner Schwester, mit der Jacqueline, ne? Da geht es ein bisschen um Dialoge, wie ne, Smalltalk auf Deutsch. Und da machen wir Rollenspiele und so weiter. Das wird eigentlich ganz lustig werden. Eventuell machen wir den sogar zusammen in einem Raum. Aber ja, das steht noch nicht fest. Aber ich glaube schon, dass sie dann hier bei mir sein wird. Und dann machen wir den zusammen. Genau. Am 24. Juli um wahrscheinlich 18 Uhr, ja. Bisher haben wir immer 2 Livestreams pro Monat gemacht. Ich muss mal gucken, wie wir das im August machen. Vielleicht machen wir mehr. Wir müssen auch wieder auf Instagram ein paar Livestreams machen, aber das haben wir noch nicht entschieden. Er kann sich über alles beschweren. He can complain about everything. Ich habe mich darüber beschwert, dass meine Nachbarin nach 22 Uhr laut Musik gespielt hat. Also du hast das nur ein Hilfsverb vergessen, aber sonst war dein Satz perfekt. Ich habe mich darüber beschwert, dass meine Nachbarin nach 22 Uhr laut Musik gespielt hat. Ach genau, Consuelo, du sagst, dass diese Uhrzeit besser ist. Which time is better for you? 3 p.m. or 7 p.m. German time or European time for the live streams? Also, mögt ihr es lieber, wenn ich um 15 Uhr live gehe oder wenn ich so um 19 Uhr live gehe? Was findet ihr besser? Also im Sommer finde ich 18 oder 19 Uhr besser, weil ich dann den Tag so ein bisschen genießen kann und Dinge unternehmen kann. Ja, aber im Winter mache ich das immer früher, weil es sonst so schnell dunkel wird und ich dann so wenig Tageslicht hier habe bei mir. Ja. Ich beklage mich darüber. Beklagen ist ein anderes Wort für beschweren. Ich beklage mich darüber, wenn ich von einem deutschen Wort verschiedene Bedeutungen oder wenn es von einem deutschen Wort verschiedene Bedeutungen gibt. So, das wäre der richtige Satz. Ich beklage mich darüber, wenn es von einem deutschen Wort verschiedene Bedeutungen gibt. Das stimmt. Wir haben jetzt ein neues Format, Doppelbedeutungen auf YouTube mit meiner Schwester, also mit Jacqueline. Da geht es genau um dieses Thema. Eins haben wir, glaube ich, schon hochgeladen. So we have a new format on our YouTube channel, Lingoni German. And Jacqueline, we published one video so far about that with Jacqueline. In that format, we're talking about double meanings. So words that have the same meaning, like for example, der Gehalt, das Gehalt, what's the difference? Der Gehalt von Chlor, the quantity or the amount of chlorine, und das Gehalt, the salary, right?
it's spelled exactly the same, but it has two completely different meanings. And we just published a video, the first video in that series, on our YouTube channel. So you should go check that out and subscribe. Don't forget to subscribe to our channel if you haven't done that already. Genau. Wann haben wir das veröffentlicht? Oder haben wir das noch nicht veröffentlicht? Ich glaube, wir haben das noch gar nicht. I think we haven't published it yet. Let me see. If we haven't, then we will soon. Yeah, genau. The first video about double meanings is going online on July 21st. Sorry about that. So that's my bad. So there's going to be a new series about double meanings, and it's going to be in our YouTube channel. That's what I meant to say. Sorry. Also, Fabio, ich beschwere mich über meine Nachbarschaft, die mich immer wieder ausspioniert. Oh my gosh, I'm complaining about my neighborhood or the people in my neighborhood that are always spying on me. Amu, du musst sagen, ich beschwere mich, it's a reflexive verb. Ich beschwere mich über alles, wenn Dinge nicht gut laufen. I complain about everything when things are not going well. By the way, my dogs are also part of the live stream, but they are pretty dead right now. They're tired, so not moving. Diese Zeit ist super, sagt Dina Kara. Okay. Brian sagt, es ist 12:30 in USA. Okay. Okay, also ihr findet alle 19 Uhr besser. Die meisten. Alles klar. Gut. Okay, das nächste Verb. Das nächste BE-Verb. Also, bewegen, to move. Bewegen. Zum Beispiel, er hat seinen Kopf bewegt. He moved his head. By the way, sich bewegen can also have the meaning to exercise. Zum Beispiel, ich habe so oft Rückenschmerzen. Ich sollte mich öfter bewegen. I have, my back hurts like many times or hurts a lot. My back hurts a lot. I should exercise more often. Genau. Das ist die Bedeutung von bewegen und sich bewegen. Helena, ich muss mich beschweren. Ich muss mich beschweren, weil ich die Adjektivdeklination nicht verstehe. We have videos about the declension of adjectives in our A2 playlist on the Lingoni German YouTube channel. We have a lot of them there. And a lot of exercises in our app as well. Remember, we have a 22% discount on all of our subscriptions currently. So you should go check out lingoni.com. It's not going to last forever. Ab Diwali, ich bewege mich abends. Abends oder ich bewege mich am Abend. Du kannst nicht sagen am Abend, das geht nicht. Also entweder abends oder am Abend. Auch ein gutes Beispiel, ja. Der Arzt hat gesagt, dass ich mich öfter bewegen sollte. Genau. Man beschwert sich über die verschlechterte Luft in der Stadt. Gut. Ah, das habe ich schon. Du kannst sagen, ich muss mich bewegen, damit ich nicht dick werde. Das ist schon richtig. Es geht beides, damit oder so das. Ich muss mich bewegen, damit ich nicht dick werde. Nicht wäre, sondern werde. To become. Auch ein sehr gutes Beispiel. Sie bewegt sich sehr sexy beim Tanzen. Keine Grammatikfehler und kein Rechtschreibfehler. So, was haben wir denn noch? Habt ihr noch Beispiele? Sonst machen wir das nächste Verb. Ich glaube, wir gucken uns mal das nächste Verb an. Also, auch ein gutes Verb. Behalten, to keep. Behalten, to keep. Ich habe ihren Pullover behalten. I kept her sweater. Genau. Behalten. Habt ihr Beispiele? Dann haut in die Tasten. Milad,
trotz meiner starken Verletzung, kein Komma, und reflexiv, bewege ich mich täglich. Du kannst nicht sagen, bewege ich täglich, das macht keinen Sinn. Trotz meiner starken Verletzung bewege ich mich täglich. In welcher Stadt bin ich in Deutschland? Ich bin in der Nähe von Köln, nicht weit von Köln entfernt. Ich kann euch nicht genau sagen, wo, aus Sicherheitsgründen, aber es ist nicht weit von Köln. Mohammed, du kommst mir bekannt vor. That means you seem familiar to me. Du kommst mir bekannt vor. Habt ihr noch, ich habe noch gar kein Beispiel von euch bekommen mit behalten. I need an example using the verb behalten, to keep. Da gibt es ganz viele Beispiele. Los, nicht so faul sein. Ich habe ein Buch im Schrank behalten. I kept a book in the closet. Okay. Habt ihr noch andere Beispiele? Schlaft ihr schon? Ich schlafe gleich ein, wenn ich keine Beispiele hier lese. Könntest du meinen Pullover bitte behalten, bis ich wieder zu dir vorbeikomme? Ja, oder bei dir, bis ich wieder bei dir vorbeikomme. Oder bis ich wieder zu dir komme. Noch weitere Beispiele? Oh, super. Ein sehr gutes Beispiel. So viele neue Wörter kann ich nicht im Gedächtnis behalten, ne? Mit T. Gedächtnis. Oh, upsi. Gedächtnis. So schreibt man das, okay? Können Sie bitte langsamer sprechen? Okay, ich versuche es. Mir fällt das immer ein bisschen schwer. Ich bin müde. Mir fällt es schwer, langsam zu sprechen. Beibehalten. Beibehalten is like to keep doing something that you have been doing. Also, ich muss den Sport beibehalten. So I have to keep doing the exercise that I'm doing or that I have been doing. Ich halte immer mein Wort. That's a different meaning. That's like I always stick to what I say. So I do what I promise to do. Ich halte immer mein Wort. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe die Autowerkzeuge meines Vaters behalten. I kept the car tools from my father. Ja. Okay, ihr seid irgendwie gerade ein bisschen am Schlafen, deswegen. Okay, ich habe ihre Sachen in meinem Zimmer behalten. I kept her things in my room. Super. So, das nächste Verb. Ah, das ist auch gut und sehr häufig benutzen wir das. Besitzen. Ah, okay. Erkan, das ist auch gut. Ich habe seine Telefonnummer nicht behalten. I didn't keep his telephone number. Gut. Besitzen means to own something. Also, er besitzt eine Villa. He owns a mansion. Er besitzt eine Villa. Ich besitze ein Auto. I own a car. Ein kleines Auto. Ich besitze ein kleines Auto. Amu, ich fühle mich nicht gut, wenn meine Schwester Dinge behält. To conjugate behalten, ja? Ich fühle mich nicht gut, wenn meine Schwester Dinge behält. I don't feel good when my sister keeps things. Ich habe mich täglich mit meiner Mutter bewegt. I exercise daily with my mother. Ich behalte meine Songs, die ich sammle, auf einem alten Computer. Okay, du musst nur Songs und Computer groß schreiben, ne? Weil das sind ja Nomen. Mein Opa besitzt ein großes Haus mit
einem Garten. So, my grandpa owns a big house with a backyard. Auch ein gutes Beispiel. Ich würde gern ein Haus besitzen. I would like to own a house. Mhm. Besitzen Sie ein Auto? Do you own a car? That's the formal way of asking. Ja, genau. Ich besitze gute Deutschkenntnisse oder gute Sprachkenntnisse. Er besitzt gute Sprachkenntnisse. Ja, kann man sagen. Ich besitze gute deutsche Sprachkenntnisse oder ich habe gute deutsche Sprachkenntnisse. Genau. So, ihr Lieben, was ist los hier? Weitere Beispiele. Möchtest du ein Haus besitzen? Do you want to own a house? Hm? Ach so, Karstup. Ja, dann kann man das sagen, ja. Ich besitze, ja, das kann man sagen. Besitzt ihr ein teures Haus? Ein teures Haus, ne? Ohne das E da. Oder besitzen Sie eine große Wohnung? Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Verb. Also, was ist das nächste? Bestellen, das sagen wir auch. Natürlich benutzen wir das sehr oft. Bestellen. To order something, like on the internet. Also, ich muss mir heute, and that's actually a true statement, ich muss mir heute einen Drucker bestellen. So I've had a company for the last 12 years and I've... No, I think at one point I did own a printer, but I don't know. I think it broke. And I haven't had a printer for like 6 or 7 years. So I always had to drive to other people's houses to print stuff. And I'm sick of that. So I'm going to buy a printer today. The first Lingoni printer. Also, ich muss mir heute einen Drucker bestellen. I have to order a printer today. Genau. Ich besitze ein großes Gebäude. Das ist auch, das ist auch ein guter Satz. Oh, mir ist kalt irgendwie. Ich glaube, ich muss mir meine Jacke anziehen. Leute, sorry. Ja, also, was besitzt ihr? Könnt ihr mir das erzählen oder erklären? Wir reden ja über das Wort bestellen, nicht besitzen. Also bestellen. Was müsst ihr bestellen? Was habt ihr bestellt? Ich habe letzte Woche eine neue GoPro 10 bestellt. Okay. Dina Kara, bewegen is like just to move an object, also or a thing. Also er hat seinen dicken Zeh bewegt. He moved his big toe. Sich bewegen is to exercise. Also wir müssen uns mehr bewegen. We have to exercise more. Or if someone is not moving and you think they're dead, and then you're like, oh, er hat sich bewegt. So that's like saying he moved himself. So he's not dead. Gutes Beispiel. Ich habe mir eben eine Pizza bestellt. Super. Muss ich das online bestellen? Do I have to order that online? Super. Viele Menschen, Saswin, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Viele Menschen bestellen heute alles online. Ja. Viele Menschen bestellen heute alles online. Das mache ich auch. Das Gleiche mache ich auch. Wenn ich im Restaurant bin, dann bestelle ich immer vegane Gerichte. Cool, noch ein Veganer hier. Sehr schön. Die Preise bewegen sich um die 100 Euro. Das ist auch ein guter Satz, ein bisschen fortgeschritten. Ne? Which means the prices are around 100 Euros. Könnten Sie mir bitte ein Taxi bestellen? Ja, sehr gut. Could you please call me a taxi? Oh, jetzt seid ihr auf einmal aktiver geworden. Seid ihr aufgewacht? Bestell Tom liebe Grüße. That's also, it's like saying, say hi to Tom for me. So it literally, order friendly greetings to Tom or something like that. Bestell dir doch etwas zum Essen, wenn du verhungerst. So why don't you order something to eat if you're starving? Mammut, ja. Du kannst dieses Video später auf unserem YouTube-Kanal sehen. Alle unsere Livestreams findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben da auch eine Playlist, ne? Ich habe ein neues Haus gebaut. Ich weiß nicht, wo ich die Möbel bestellen kann. Ich habe ein neues Haus gebaut.
aber ich weiß nicht, wo ich die Möbel bestellen kann. Ich bestelle lieber Bier. Prefer to order beer. Genau. Ich glaube, wir machen mal weiter mit dem nächsten Verb. Oh, es gibt so viele. Ich kann die nicht leider nicht alle mit euch besprechen. Aber es gibt auch ein Video auf unserem Kanal über Verben mit, also nicht trennbare Verben. Jemanden beeindrucken. To impress someone. Zum Beispiel. Er hat mich heute echt beeindruckt. He really impressed me today. Er hat mich echt beeindruckt. Das war, oder man kann auch sagen, das war beeindruckend. Now it's an adjective. Das war beeindruckend. Das ist nicht reflexiv, Mohammed. Ich bestelle oft bei Amazon, also nicht ich bestelle mich. You don't order yourself on Amazon, right? You don't like, okay, I'm gonna order a Jenny today. Nein, ich bestelle oft bei Amazon. Das ist auch super. Ihre Bestellung wurde aufgegeben, yes. Ich möchte meine Bestellung stornieren. Mm-hmm. So your order has been placed, that's the first meaning. Or I would like to cancel my order, second meaning. Mm-hmm. Dina Kara, I guess that depends on the cell phone you have. You can just download it, I guess. I can't really tell you which is the best one. I just have it on my phone. I just install the keyboard on my phone. It's already in the settings. Ich habe meinen Chef beim Vorstellungsgespräch beeindruckt. Super. Ja. Die Inflation bewegt sich um die 7%, okay? Manchmal beeindrucken mich meine Schüler. Sometimes my students impress me. Gut. Auch ein gutes Beispiel. Wen versuchst du zu beeindrucken? Who are you trying to impress? Oder wen versuchen sie zu beeindrucken? Mhm. Er hat mich echt mit seiner Leistung bei der Prüfung beeindruckt. He really impressed me with his performance at the exam. Jenny, how do you say most welcome? You would just say sehr gerne. Or you can also say... This is, I guess this is something we would say a lot in everyday life. We would say, habe ich gern gemacht. Oh, my internet is kind of slow right now. So you can say, sehr gerne. Or you can say, habe ich gern gemacht. So I did that with pleasure. Okay. Oh, auch ein gutes Beispiel. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken. I don't let myself be impressed by that. So I guess this is a negative thing. Ich beeindrucke meinen Chef nie, Roman. Ich beeindrucke meinen Chef nie. I never impress my boss. Auch ein gutes Beispiel. Soll mich das etwa beeindrucken? Is that supposed to impress me? Sausen, ich bin beeindruckt von seiner Offenheit. Seiner Offenheit, okay? So, wir müssen mal weitermachen. Wir sind ein bisschen langsam. Ich würde sagen, wir machen mal mit dem nächsten Präfix weiter, und zwar das Präfix emp. Emp. So, this is always has a sense of the meaning of receiving something, right? Or also sensing something. So, the first one is empfangen, to receive. That's kind of a formal way of saying bekommen. Also, ich habe das Paket empfangen. I received the package. Habt ihr auch ein Beispiel? Es gibt da wahrscheinlich nicht so viele Beispiele, aber vielleicht habt ihr ja eins. Empfangen.
Mein Vater lässt sich von nichts beeindrucken. Ja, Vater mit einem T, ne? Milat, du musst sagen, hast du meine E-Mail empfangen? Have you received my email? Hast du meine E-Mail empfangen? Sie haben ihre Gäste empfangen. Super. They received their guests. You can also receive that, yes. Auch ein gutes Beispiel. Wir wurden von unseren Gastgebern sehr herzlich empfangen. We were received very nicely by our hosts. Ich habe gerade die schlechte Nachricht empfangen. I just received the bad news. Okay, da gibt es nicht so viel zu sagen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar empfehlen, to recommend. Empfehlen. Zum Beispiel, ich kann euch dieses Restaurant echt empfehlen. I can really recommend this restaurant to you guys. Ich kann euch dieses Restaurant echt empfehlen. Der Kellner hat die Gäste im Restaurant empfangen. Yes, the waiter received the or welcomed the guests in the restaurant, at the restaurant. Oh, Entschuldigung, oh, ich bin halt früh aufgestanden. Also. Hast du deine Hose empfangen? Erhalten und empfangen, what's the difference? It's pretty much the same, but when you talk about guests, it's always empfangen and not erhalten. Erhalten is just for objects that you can like, you know, objects that are not alive. Ein Gehalt empfangen, that sounds weird. It's better to say gestern habe ich mein Gehalt bekommen. Ja, empfangen has more like a more formal receival, like you know, something from the mail. Ich wünschte, ich könnte das Essen empfehlen. I wish I could recommend the food. Ja. Empfangen is with the dative case. Ich empfehle dir, nicht dich, ich empfehle dir, eine Maske zu tragen. I recommend that you wear a mask. Ich empfehle dir, eine Maske zu tragen. Ich kann dir Lingoni empfehlen, um besser Deutsch zu lernen. Das ist cool. Ja, Lingoni macht das ganz gut mit dem Deutschlernen. Ich empfehle dir, am Wochenende in die Berge zu fahren. Du hast das zu vergessen. Ich empfehle dir, am Wochenende in die Berge zu fahren. Auch ein gutes Beispiel, ja. Meine Ärztin hat mir empfohlen, weniger Süßes zu essen. My doctor, female doctor, recommended I eat less sweet stuff. Okay. Ich empfehle Ihnen, Ihre Hausaufgaben zu machen. I recommend that you do your homework. Gut. Ich empfehle Ihnen, mehr, Komma, mehr zu schlafen, ne? Oh, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Empfehle, nicht empfehlen. Ich empfehle Ihnen, mehr zu schlafen. Auch ein gutes Beispiel. Ich habe Kopfschmerzen. Kannst du mir etwas dagegen empfehlen? Super. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben jetzt genug über Empfehlen gesprochen. So, das nächste Verb. Was haben wir denn noch hier? Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Präfix, und zwar end. End ist das nächste Präfix. End bedeutet like the dis in D-I-S or D-E in the prefix D-I or D-I-S in English. Ja? Yeah? Like discover, entdecken. Discover. Zum Beispiel, er hat eine Insel entdeckt. He discovered an island. Er hat eine Insel entdeckt. Das ist auch ein richtiger Satz. Mein Arzt hat mir empfohlen, mehr Sport zu treiben. Genau. Ich empfehle dir, dieses Buch zu lesen. EMPF, ne? Habt ihr ein Beispiel mit Entdecken? Habt ihr ein Beispiel?
Was habt ihr entdeckt? Erzählt es mir oder schreibt es auf. Los, zack, zack, zack. Wissenschaftler haben menschliche Genome mit E entdeckt, ne? Menschliche Genome. Kinder entdecken gerne, super. Kids like to discover. Ja. Columbus entdeckte Amerika. Columbus discovered America. Ich habe, I think you're trying to say I set the table, which is a different verb. In that case, you have to say ich habe den Tisch gedeckt. I set the table. Ich habe einen guten Kanal auf YouTube entdeckt. Super, gutes Beispiel. Das ist auch ein cooler Satz. Jedes Mal, wenn ich deine Videos anschaue, entdecke ich etwas Neues. Super. Sehr gut. Ich habe die Stadt Bochum entdeckt. In Bochum bin ich relativ häufig, weil ich da nämlich tanzen gehe. Jetzt gerade ein bisschen weniger, aber ja. Ich glaube, dass Kolumbus Amerika entdeckte. Ja. Ich habe nie niemanden entdeckt. I never discovered anyone. Schlangen sind mitunter schwer zu entdecken. Yes, snakes are hard to discover. Oh, Entschuldigung, ich muss irgendwie viel gähnen heute. Wenn ich in München ankomme, möchte ich die ganze Stadt entdecken. Der Satz war noch nicht zu Ende. Also, when I arrive in Munich, I want to discover the entire city. Das ist auch ein guter Satz. Kinder entdecken die Welt auf spielerische Art. So children discover the world in a playful way. Danke, Madeline. Das ist sehr cool. Das ist ein schönes Feedback. So, wir machen weiter. Wir machen weiter und wir schauen uns das nächste Verb an. Und zwar entkommen. Yeah, my dogs are sleeping. I took them on a big walk today, so they're tired. Also, was haben wir gesagt? Entkommen, to escape. Maybe not the most common verb ever, but still it's used. So, also, der Dieb ist sehr schnell gelaufen und ist entkommen. So the thief ran very fast and he escaped. Yeah. Und was, ja, habt ihr noch ein Beispiel für mich? Seid ihr auch schon mal entkommen? Schreibt mir das immer auf, das Beispiel. Sie konnte ihren Verfolgern entkommen. Ja, she could escape from her pursuers, from the people pursuing her. NASA entdeckte einen neuen Exoplaneten mit der Wahrscheinlichkeit intelligenten Lebens. Das klingt spannend. Ich bin meiner Ex entkommen. Bin, ne? Nicht mithaben. Er ist entkommen. That's one of those verbs that has sein as a helping verb. Den Schäden, die du verursacht hast, kannst du nicht leicht entkommen. Er ist irgendwie aus dem Gefängnis entkommen. Der Mensch kann dem Tod nicht entkommen. Gutes Beispiel. Super.
Das war schwierig, aber ihr habt das gut gemacht. So, was haben wir denn noch? Oh, entlassen. Das ist kein schönes Wort. Entlassen is to discharge someone from the hospital or also to let someone go. Like to fire someone. Also zum Beispiel, er wurde gestern aus dem Krankenhaus entlassen. So yesterday he was discharged from the hospital. Oder eine andere Bedeutung, ich habe Angst, dass ich entlassen werde. I'm scared to be let go. Er ist angekettet und kann nicht entkommen. So he's chained to something and he cannot escape. Tagsüber höre ich Musik, um dem Stress zu entkommen, ja. Ich bin gestern entlassen worden. So either you were discharged from the hospital, which is good, I guess. But if you were let go from a company, that's not good. So it can have several meanings, like always. Sie wurde von der Firma entlassen, ja. She was let go from the company. Okay, nächstes Verb. Vielleicht noch. Ah, entfernen. Entfernen, to remove something. Zum Beispiel, ich weiß nicht, I always say that, ich weiß nicht, wie ich diesen Fleck entfernen soll. I don't know how to remove this spot. Ich muss jetzt meine Karte entfernen. I have to remove my card now, ja. Der Zug entfernte sich langsam vom Bahnhof. So the train pulled out of the train station. Bitte entfernen Sie dieses Bild von meinem Tisch. Nicht aus meinem Tisch, sondern von. Why is there no dust before the comma? There is a dust. Tom wollte sich entfernen, doch Maria hielt ihn zurück. Der Arzt hat den Patienten entlassen. The doctor discharged the patient. Wer hat Tom die Erlaubnis gegeben, sich zu entfernen? Sehr gutes Beispiel. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die nächste Vorsilbe an, das nächste Präfix, und zwar er. Er has a lot to do with death. Zum Beispiel, jemanden erschießen, to shoot someone dead. Jemanden erschießen. Zum Beispiel, in den USA werden viele Leute erschossen. So in the US, a lot of people are shot dead. Oder, bitte erschieß mich nicht. Please don't shoot me dead. Bitte erschieß mich nicht. Bitte entfernen Sie dieses Bild aus meinem Büro. Gutes Beispiel. Bitte entfernen Sie dieses Bild aus meinem Büro, ja. Habt ihr ein Beispiel mit erschießen? Jemanden erschießen? Die Polizei hat den Dieb auf der Straße erschossen. Ja. Yeah. The police shot the thief on the street dead. Jenny sleepy. Ja, yeah. Ich bin sehr müde heute. Ich hatte eine anstrengende Woche. Adam, der Polizist drohte damit, sie zu erschießen. So the police threatened to kill her. Gun ist die Waffe. Weapon ist die Waffe. Ja, yeah. Gun ist Gewehr, I guess.
Habt ihr noch ein Beispiel mit erschießen ist to shoot someone dead. It's not really a very nice one. Im Krieg sind viele Leute erschossen worden. So, during the war, a lot of people were shot dead. Genau. Weiter mit ER. Ertrinken. To drown. Also, er konnte nicht schwimmen und ist... Oh, this is all very sad. The ER verbs are always sad. Er konnte nicht schwimmen und ist ertrunken. He couldn't swim and he drowned. Ja, habt ihr noch ein Beispiel? Ui, wird langsam dunkel. Nächste Woche soll es in Deutschland sehr heiß werden. Bis zu 40 Grad. It's supposed to be very hot in Germany next week. Think up to 40 degrees Celsius, which is hot. Der junge Mann rettete das Kind vor dem Ertrinken. Yes, the young man rescued the child from drowning. Mm-hmm. Mein Nachbar ist gestern ertrunken. My neighbor drowned yesterday. Er ertrank, weil er nicht schwimmen konnte. Mm-hmm. Okay. Nächstes Verb. Also, erschießen, ertrinken. Oh, erklären. That doesn't have anything to do with death, actually. To explain. But it's a very important verb. Zum Beispiel, er hat mir erklärt, wie ich den Ofen anmache. He explained to me how to turn on the oven. Der Junge war fast ertrunken. The boy almost drowned. Hm? Oh, Entschuldigung, Leute. Habt ihr noch ein Beispiel mit erklären? An example using erklären? Er hat mir erklärt, wie das Komma, er hat mir erklärt, Komma, wie das System im Hotel funktioniert. Lasst mich erklären, wieso. Let me explain why. Meine Lehrerin ist in der Lage, alles zu erklären. Super. Gutes Beispiel. Gutes Beispiel. Gutes Beispiel, aber das Komma fehlt und Hotel muss groß geschrieben werden. Ich versuchte zu erklären, wie gefährlich es war. I tried to explain how dangerous it was. Mhm. Ich habe ihm erklärt, wie dieses Gerät funktioniert. I explained to him how this device works. Ich will Ihnen mal was erklären, Jenny. I want to explain something to you, Jenny. Jenny erklärt die deutsche Grammatik sehr gut. Danke. So, das nächste Verb mit ER. Sich erholen. We use that a lot when we talk about going on vacation and recovering from the daily stress, sich erholen, to recover from your stressful life, I guess. Or also, if you ran a marathon, you have to recover, right? Also, ich habe mich im Urlaub gut erholt. So, I really came back to got my energy back. I recovered my energy. There's another way to say that. Forgot. But you know what I mean. Er ist gestern einen Marathon gelaufen und muss sich jetzt ein paar Tage erholen. So he ran a marathon yesterday and now he has to recover for a couple of days. In Italien kann ich mich immer echt erholen. Super. In Italien kann ich mich immer echt erholen. Sehr schön.
Gut, seine Krankheit ist geheilt. Die Arbeit im Sommer war sehr hart, deshalb möchte ich mich im Urlaub erholen. Möchten Sie ausspannen und sich erholen? Meine 4 Hunde helfen mir, mich vom Stress zu erholen. Cool. Was hast du für Hunde? What kind of dogs do you have? Ich hole mir ein paar Bierchen, um mich nach einer anstrengenden Woche zu erholen. Yes. Bierchen is the cute way to say beer. It doesn't mean that the beer is small. It's just a cute way to say beer. Ich erhole mich, wenn ich Musik höre. Chelty und Mini Artsies. Cool. Die sind bestimmt ziemlich süß. Ich habe mich beim Schwimmen. That's a noun. Here. Jetzt muss ich mich von dem Stress erholen. 12:30 ist es bei dir. Okay, dann gute Nacht, Dina Cara. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns dann am 24. Juli oder vielleicht ein bisschen früher im nächsten Livestream, ne? So, ihr Lieben, wir machen weiter mit dem nächsten Präfix und zwar Miss. Miss. Very similar to the, it's usually something negative. It's similar to the English MIS prefix. Zum Beispiel, er hat die Regeln missachtet. He didn't follow the rules. So he disregarded the rules. I guess that's what it means. Er hat die Regeln missachtet. Habt ihr noch ein Beispiel? Schreibt das mal auf, wenn ihr ein Beispiel habt. Es lohnt sich, sich am Strand zu erholen. Gut. Ich wäre jetzt auch gern am Strand in der Karibik. Das wäre schön. In der Natur erhole ich mich sehr. Mhm. Recovering from a sickness. Yes, erholen can also be. Ich habe mich nach einer langen Krankheit oder ich habe mich nach der, ich habe, nachdem ich Corona hatte, hat es lang gedauert, bis ich mich erholt hatte oder so. Sie hat den Befehl missachtet. She didn't follow the order. Okay. Missverstehen, to misunderstand. Zum Beispiel, er hat mich missverstanden. He misunderstood me. Oder wir dürfen uns nicht missverstehen. We shouldn't misunderstand each other. Ich habe dich missverstanden. Super, gutes Beispiel. Mhm. Misstrauen is another one. To mistrust someone. Also zum Beispiel, it's with a dative case, by the way. Er misstraut mir und ich weiß nicht warum. So he doesn't trust me and I don't know why. Genau, ukrainische Kriegsleiden missachtet. Er missachtet das ukrainische Kriegsleiden. Einer der Mitarbeiter hat die Regeln immer missachtet. Hat die Regeln immer missachtet. Ich habe dich, er misstraut mir. Kinder missverstehen ihre Eltern. Ich glaube, ich habe den Sprecher missverstanden. I think I misunderstood the speaker. Gut. Viele Bürger misstrauen den Politikern. Ich habe meinem Chef immer misstraut. Gute Beispiele, super. So, ich mache jetzt mal eine Liste von VER-Verben. VER-Verbs, because there's a lot of those and they're very important. So I'm just going to make a list with the translation and then you guys can go ahead and give me a lot of examples. So fair often has a negative meaning. Like something didn't go the way that you planned.
Zum Beispiel, sich verfahren, to get lost in your car. Ich habe mich verfahren und bin deshalb eine halbe Stunde zu spät gekommen. So I got lost driving around in my car and I was half an hour late. Verschlafen. Ich habe meinen Wecker nicht gehört und habe verschlafen. So I overslept because I didn't hear my alarm clock. Verlieren. Ich habe mein Portemonnaie verloren. I lost my wallet. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele und dann seid ihr dran. Verbieten. Er hat mir verboten, ins Schlafzimmer zu gehen. He forbid me to go into the bedroom. Er hat mir verboten, ins Schlafzimmer zu gehen. Ich habe vergessen, wie du heißt. I forgot what your name is. Er wurde verhaftet. He was arrested. Ja. Was haben wir noch? Verschlafen. Der Kuchen ist verbrannt. The cake burned. So maybe you guys have some more examples. Oh yeah, verschieben, of course. Ich muss den Termin leider verschieben. Unfortunately, I have to postpone the appointment. Verlassen. Sie hat ihn verlassen, weil sie... Sie hat ihn verlassen, weil er sie betrogen hat. So she left him because he cheated on her. So, habt ihr weitere Beispiele mit VER? Mein Hund ist gestern verloren gegangen. I guess you could say, mein Hund ist gestern weggelaufen. He ran away. Verurteilen, genau. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. So he was sentenced to 10 years in prison. Ich habe mich ins Bett gelegt, ist der richtige Satz, ne? Ich vertraue ihr nicht mehr. I don't trust her anymore. Verabschieden, to say goodbye. Wir müssen uns jetzt verabschieden. We have to say goodbye now. Verbessern. Er hat sein Deutsch verbessert. He improved his German. Ich vertraue dir. Gutes Beispiel. Diesen Zug wollte ich auf keinen Fall verpassen. I did not want to miss this train. Verstehen, of course, verstehen. Ich verstehe ihn nicht. I don't understand him. In der Universität ist Rauchen verboten. In der Uni ist Rauchen verboten. So at university smoking is prohibited. Okay. The last prefix that I want to talk to you guys about is sehr. Sehr always has something to do with something collapsing or shattering or shredding. Zum Beispiel, die Vase ist zerbrochen. The vase broke or shattered. Vergleichen, another good one. Wir haben unsere Nasen verglichen. We compared our noses. Wir haben unsere Nasen verglichen. Vervollständigen, to complete something. Also, kannst du bitte das Formular vervollständigen? Can you please complete the form? Habt ihr noch? Zerstören, genau. Die Ukraine
wurde zerstört. The Ukraine was destroyed. Okay. Zerreißen. Er hat das Blatt Papier zerrissen. He tore apart the piece of paper. He ripped up the piece of paper. Meine Mutter hat das Buch zerrissen. My mom ripped up the book. Verhalten, to behave. Er hat sich komisch verhalten. He behaved in a weird way. Okay, guys, you learned a ton of verbs with inseparable prefixes today. And I think I want to quiz you right now. I'm going to give you a an English sentence and you have to translate it into German, okay? One, two, three, go. Nummer eins. He left her, auf Deutsch. Ukraine will never be destroyed. That's true. He left her, auf Deutsch. Wie sagt man das auf Deutsch? He left her. Wer ist schnell genug? Wie sagt man das auf Deutsch? Er hat sie verlassen, genau, sehr gut. Er hat sie verlassen. Gut. Die anderen sind ein bisschen langsam heute. Zwei richtige Antworten haben wir, oder drei? Zwei. Genau. So, das zweite Beispiel. She doesn't trust him. Wie sagt man das auf Deutsch? She doesn't trust him. It's a dative verb, so sie vertraut ihm nicht. Nien, das war richtig, oder Duchan? Sie vertraut ihm nicht, genau. So, Nummer drei. I removed the spot. Like if I have a spot on my shirt, I removed the spot. Wie sagt man das auf Deutsch? Spot is der Fleck, by the way. Schneller, schneller, schneller. Ja, super. Ich habe den Fleck entfernt. Richtig. Ich entferne den Fleck ist Präsenz. I'm removing the spot. Genau, das geht auch. Gut. Sehr gut. Ihr seid super. So, weiter geht's. Wo waren wir jetzt? Nummer 4 und Nummer 5. Es kommen noch zwei Quizfragen. Moment. Munich is located in the south of Germany. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das auf Deutsch? Sehr gut. München befindet sich im Süden von Deutschland. Super.
Entflecken? I haven't heard of that verb before, no. Man kann auch sagen, München liegt in Süddeutschland. Das geht natürlich auch, ne? München, nicht Männchen, ne? München liegt in Süddeutschland. Mit Ü, ne? Beides mit Ü. Okay, und noch ein Satz, den ihr beantworten müsst oder den ihr übersetzen müsst. Und zwar, I overslept because my alarm clock didn't ring. Wie sagt man das auf Deutsch? Super, sehr gut, Brian. Ich habe verschlafen, weil mein Wecker nicht geklingelt hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leute, wie fandet ihr heute den Livestream? What did you think of today's Livestream? You can give me a grade from 1 to 10. 1 being really bad and 10 being amazing. Also, zwischen 1 und 10 könnt ihr mir eine Note geben. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen viel gegähnt habe, aber ich bin echt müde und ich gehe gleich sofort ins Bett. Also, wie fandet ihr den Livestream? What did you think of today's Livestream? There's going to be another one on the 24th of July with my sister. We're going to talk about roleplays, dialogues and things like that. Genau. Und ja, remember, danke, Hunter. There's a beach sale currently going on lingoni.com. You can get 22% off on our amazing application to learn German. Ja, also, ihr wart heute nicht so zufrieden wie sonst, wobei ich krieg 8, 9 und 10. Das ist ja ganz gut eigentlich, ne? Sehr schön. Freut mich. Schön, dass es euch gefallen hat. You can find all of our other live streams on the Lingoni German YouTube channel. Remember to subscribe to our channel to get all of our notifications. Und wir sehen uns am 24. Juli, aber wahrscheinlich sogar ein bisschen früher, okay? Genau. Also, bis bald und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss! Tschüss. Bis bald. Tschüss. Thanks, Californiano. Danke, danke. Tschüss.